die diesmal das Thema hat: Freihandels- und Investitionsschutzabkommen mit USA, aber auch mit Kanada und auch mit Afrika wird Thema sein. Dieses Thema der Freihandelsabkommen, was jetzt gerade die EU verhandelt mit Amerika und auch mit Kanada, hat im Sommer vor allem der Fritz Klunk angeschoben durch seinen berühmten Artikel in der Süddeutschen. Und Fritz Klunk unterstützt uns mittlerweile. Er ist inzwischen Attac-Mitglied geworden, der Herausgeber der Zeitschrift Gazette. Und er wird morgen hier bei der Podiumsdiskussion dabei sein mit Kai Wildförster, der wird die Pro-Seite übernehmen. Und das ist ein Volkswirtschaftler, der eigentlich auch bei Attac ist, aber er hat ein paar Argumente auch für diese Freihandelsabkommen, wird er mal präsentieren. Und Herr Fritz Klunk wird natürlich gegen das Freihandelsabkommen argumentieren. Das haben wir also morgen. Aber heute haben wir zwei Vorträge. Einmal von Roland Süß und einmal von Dr. Mabanza. Und ich gehe mal hier durch meine Folien durch. Muss ich gerade wieder starten. Gut, also wir haben, die Schule geht über zwei Tage, heute und morgen. Jetzt sind wir gerade bei dem Punkt Anmeldung und Vorstellung der Referenten. Anschließend ab 11 Uhr kommt Roland Süß vom Attac Bundeskreis und auch Mitglied der Kampagne gegen die Freihandelsabkommen. Roland Süß hält einen Vortrag über das transatlantische Freihandelsabkommen EU-USA, Gefahr für die Demokratie. Wo ist Roland? Da, hier darf ich vorstellen. Du kannst dann selber dich noch besser vorstellen um 11 Uhr, wenn wir hier durch sind. Dann um 13 Uhr haben wir Mittagspause. Da sage ich gleich noch dazu, wo es Mittagessen gibt diesmal. Nämlich, wir haben so Zettel eigentlich vorbereitet gehabt. Es gibt im Prinzip sechs.